In Spektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen ASPEC-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von In Spektrum oder genauer gesagt zu einer neuen Ausgabe von Menschen im Porträt. Mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace, ich bin 26 Jahre alt, weiß, komme aus Österreich und verwende keine Pronomen. Hallo, mein Name ist Getz, ich bin heute auch wieder hier. Ich bin eine weiße Cis-Frau aus der Schweiz und identifiziere mich als Arrow Ace und Non-Partnering. Finn, dieses Gespräch hast du geführt und ich mag mich erinnern, dass du so ein bisschen starstruck warst. Mit wem hast du denn gesprochen? Ja, also ich habe mich mit Jasmin unterhalten. Jasmin ist eine Transfrau und Grey Ace. Ja, sie hat einen Podcast, den vielleicht viele von oder manche von euch auch kennen, nämlich Nerd ist ihr Hobby. Ja genau, worüber haben wir gesprochen? Wir haben über den Job gesprochen bei einer sexpositiven Dating-Plattform, Kink, aber auch ganz viele andere spannende Sachen. Also würde ich sagen, hört gerne mal selbst rein. Ja, ich bin absolut gespannt auf die Folge und wünsche auch euch allen viel Spaß beim Hören. In Spektren. Menschen im Porträt. Gut, dann fange ich einmal an. Wie würdest du dich selbst für unsere Podcast-HörerInnen beschreiben bzw. vorstellen? Hey, hi, ich bin Jasmin, queere Transfrau, Mitte 30, Pronomen sie, ihr. Ich würde mich als Grey Ace und Stone bezeichnen, um mich im Ace-Spec zu verordnen und biromantisch. Cool. Möchtest du ein bisschen mehr über das Label Stone erzählen? Kann ich gerne machen. Das ist ein, ich würde sagen, älteres Label, das eher aus der lesbischen Szene kommt ursprünglich und halt wesentlichen Leute bezeichnet, die jetzt bei sexuellen Handlungen keinen Wert auf eigene Orgasmen oder notwendigerweise sogar eigene Befriedigung legen und da die Bedürfnisse der Partnerperson in den Mittelpunkt stellen und gleichzeitig sagt es oft auch aus, dass man die eigenen Genitalien nicht beim Sex benutzt und oft auch, dass man nicht penetriert wird. Das ist halt ein Label, das durchaus viele Wandlungen durchgemacht hat. Mit der Zeit, ich verwende es eben als eben ein positives Label dafür, nur einen bestimmten Bereich von Sexualität persönlich abdecken zu wollen und dass es eben auch sehr okay ist, da bestimmte Bereiche sozusagen gar nicht anzubieten und eben auch den Fokus entsprechend auf die Partnerperson zu legen, die, ich sag mal, da inhärent mehr Freude dran hat als ich. Danke, ich glaube, das war sehr gut, das nochmal zu erklären und beschreiben, weil ich kannte das Label tatsächlich jetzt auch nur so ein bisschen am Rande, dass ich ungefähr wusste, was es heißt oder beziehungsweise woher es kommt, aber auch nicht in der Form, weil ich mich noch nie so wirklich damit beschäftigt habe. Dann, wie sieht denn dein Leben aktuell aus? Was machst du so? Was mache ich so? Ich bin jetzt gerade vor kurzem umgezogen für einen Beruf und lebe mich in meine neue Umgebung ein hier. Was wäre denn dein Beruf, wenn du davon erzählen magst? Das kann ich erzählen. Ich bin Community Managerin bei JoyClub. Das ist eine sexpositive Dating-Seite. Möchtest du erzählen, wie es dazu gekommen ist? Ich habe auf Twitter gelesen, dass sie jemanden suchen und ich komme halt durchaus beruflich auch aus dem Community Management. Das war dann eher in der Spielebranche gewesen und hatte entsprechend schon Erfahrung damit. Ich bin Teil der Kink-Szene und deswegen auch durchaus Verbindung zu dieser Plattform und ich habe mich dann dort beworben und hatte auch schon vorher einen Account, also insofern war es mir keine ganz fremde Umgebung, in die ich da getreten bin und ich wurde genommen und mache dort jetzt Community-Management. Wow, das klingt nach viel, also nach einem Weg. Mhm. Das finde ich spannend. Und was machst du
in deiner Freizeit so? Was ich in meiner Freizeit so mache, ich bin ziemlich nerdy unterwegs, was viele Dinge angeht. Also halt Podcasts, offensichtlich beschäftige ich mich damit, wenn ich hier bin, und Podcast auch selbst. Und ich bin Pen and Paper Rollenspielerin. Ich hatte ja auch schon mal eine Episode zu Pen and Paper Rollenspiel, die ich auch gehört habe. Da bin ich sehr unterwegs auf vielen Ebenen, von eben Spielende zu Autoren- und Design-Ebene. Das ist sozusagen mein großes Hobby. Ich bin auch mit anderen Nerd-Hobbys unterwegs. Ich sammle Schallplatten. Ich bin, wie gesagt, in der Kink-Szene unterwegs. Das mache ich auch freizeitlich. Das habe ich jetzt nicht komplett zum Beruf gemacht. Wie viele Schallplatten hast du? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich habe jetzt eher eine, also es ist auf jeden Fall, ist es über 100. Ich weiß nicht, ob es die 200 schon erreicht hat. Es ist keine enorme Sammlung, sondern eher so welche, die mir was bedeuten, die ich halt so pflege. Trotzdem eine ganz schöne Sammlung, glaube ich. Was sammelst du sonst noch so? Aktiv sammeln wenig. Es häufen sich bei mir Bücher. Ich habe Magic-Karten, die ich zum Spielen brauche, aber ich habe halt wenig sonst klassische Sammelhobbys, wo ich sage, das ist, ich habe Dinge einfach nur, um sie zu haben, weil Musik könnte ich halt auch anders hören. Da geht es halt tatsächlich um den Gegenstand dabei. Und das, man kann Musik natürlich auch auf Schallplatte zelebrieren, aber es ist halt nicht notwendig für die Ausübung der Tätigkeit. Und während, gut, das ist bei Lesen auch an vielen Punkten so, aber da habe ich halt, glaube ich, auch wieder so eine Beziehung zum Gegenstand, dass ich Bücher lieber in der Hand halte. Was ist die Art von Musik, die du dir dann wirklich als Schallplatte holst? Ich bin relativ breit aufgestellt, was den Geschmack angeht. Ich habe halt, obwohl da nicht super viel auf Schallplatte erschienen ist, Hamburger Schule habe ich einiges. Es gibt durchaus bei Hip-Hop Sachen, die ich mir gönne. Ansonsten bin ich auch im Country- und Rockabilly-Bereich unterwegs. Es gibt viel so 80er-Wave-Zeug, was ich gut finde, und manchmal kaufe ich Schallplatten auch einfach nur, weil ich einen Titel interessant finde, der mich irgendwie anspricht oder das Cover trashy ist. Also ich habe auch neben irgendwie Gefängniskonzerten von Johnny Cash sowas wie Wolga Wodka Balalaika im Regal stehen, wo russlandtümelnde Gogo-Musik aus den 70ern drauf ist. Hast du eine Lieblingsplatte zufällig? Ich würde jetzt nicht eine einzelne nehmen. Ansonsten sage ich Wolga Wodka Balalaika, weil das ist, die hat halt kein anderer. Also das ist eine Platte, die niemand anders zu schätzen weiß. Cool, dann um nochmal kurz zu deinem Beruf zurückzukommen, wo du ja doch als Aceback-Person unterwegs bist, dann doch in einem Berufsfeld, das vielleicht auch von allosexuellen Personen dominiert wird, wenn man so sagen will, weiß ich nicht. Möchtest du dazu ein bisschen mehr erzählen und wie du das wahrnimmst? Also Dating ist natürlich was von vielen, allosexuellen, alloromantischen Personen halt dominiert ist, offensichtlich als ein Themenfeld. Da gehen halt sehr viele Erwartungen mit. Da sich mein Arbeitgeber explizit als sexpositive Dating-Seite versteht und eben auch eine Dating-Seite ist, die nicht ein monogames Bild von Beziehung vertritt im Sinne von, ja, hier findest du deine wahre Liebe und dann habt ihr ein Haus in der Vorstadt. Das ist ja nicht das Konzept von Joy Club, sondern da geht es halt auch um sehr viele verschiedene Formen von Beziehungen und Kontakt miteinander. Insofern kann ich mich da durchaus halt auch wiederfinden bis zu einem gewissen Grad. Und ich finde Sexpositivität eben auch einen Wert, der es wert ist, vertreten zu werden. Auch im Sinne von, Dinge nicht machen müssen oder eben sehr bedürfnisorientiert an die eigene Sexualität heranzugehen. Und da sehe ich eben dann inhaltliche Überschneidungen und kann philosophisch da auch mitgehen, warum ich eben speziell für dieses Unternehmen arbeite und auch die Community da fördern möchte und unterstütze. Ich nehme halt nicht die gesamte Breite des Angebots auf dieselbe Weise wahr wie viele andere Leute. Aber halt Grey Ace hilft schon, um halt zumindest da vielleicht ein paar Erfahrungen geteilt zu haben, und eben der Kink-Bezug ist für mich da. Der ist für mich halt kein sexueller in erster Linie, aber eben einer, der sich dort wiederfindet. Und es steht für mich nicht in einem Widerspruch. Es gibt vielleicht Dinge, die mich mehr
belasten als andere Menschen, die dann arbeiten. Also ich bin jetzt nicht die Person, die sich den ganzen Tag Penisbilder angucken könnte, aber als Community Managerin ist Bildprüfung auch gar nicht meine Aufgabe. Also ich habe halt eben den Bereich, wie ich mit Menschen interagiere, und da bin ich okay damit, und ich lehne dann halt auch, wenn irgendwelche Leute mich anschreiben, einfach mit dem, ja, ich bin beruflich hier, Angebote ab, und dann brauche ich ihnen nicht erklären, was Grey Ace bedeutet oder sowas. Also ich komme da zurecht. Was machst du genau in deinem Job da? Also Community Managerin, hast du gesagt? Ja. Und was kann man sich darunter vorstellen? Letztlich gestalte ich einen digitalen Raum so, dass er für die sich dort befindende Community möglichst angenehm ist oder natürlich auch die Bedürfnisse des Unternehmens erfüllt. Wir haben natürlich da ein Bedürfnis, dass Leute sich kennenlernen können. Wir haben Bedürfnis, dass dort ein produktiver Austausch stattfindet. Das kann man eben tun, indem man natürlich moderiert oder Leuten bei der Moderation hilft. Man kann da auch Gruppen gründen und selbst gestalten, und diesen Gruppenleitenden gehe ich unterstützend zur Hand. Wir können Themen reinbringen, sowas wie halt einen, ja, dass man einen Pride Month zum Beispiel gestaltet mit Inhalten, die dann über die verschiedenen Kanäle der Seite laufen, um eben auf verschiedene Themen Aufmerksamkeit zu lenken oder Dinge zum, ja, bekannt zu machen, wie das zum Beispiel Pansexualität als Label da drin ist oder eben so, also solche Veränderungen kommunizieren. Das ist halt so im Grunde immer täglich Brot, und natürlich auch ein Mittlerin zwischen der Community und dem Unternehmen zu sein, also das Ohr dran zu haben, was die Leute sich wünschen, und das eben auch ins Unternehmen reinzutragen, dass eben die auch gehört werden. Das ist halt praktisch auch mein Beruf da, Teil der Community zu sein. Möchtest du vielleicht noch ein bisschen mehr über die Dating-Plattform erzählen, also wie das so aufgebaut ist, wie sich Leute da bewegen, weil jetzt hast du erzählt, was du machst, und das ist voll interessant, aber um sich das vorstellen zu können, auch für uns und unsere HörerInnen vielleicht. Ja, wenn es nicht zu werbemäßig wird, ich bin ja eigentlich als Privatperson hier, aber Joyclub ist halt eine relativ große Plattform, auf der eben, ja, sexpositive Menschen sich gegenseitig treffen können. Da gibt es eben klassische Dating- Elemente, wie man kann Dates einstellen, Leute können sich darauf, also auf die Kontaktanzeige melden. Es gibt Möglichkeiten, miteinander in Verbindung zu treten, aber es gibt eben auch einen großen Community-Aspekt, der Foren beinhaltet, der eben die genannten Gruppen, die Leute selbst gründen, beinhaltet, der halt Fotoaktionen, wo Leute Bilder zeigen können, der Streaming und solche Dinge beinhaltet. Es gibt aber auch Dinge wie zum Beispiel Sex Education und eine Mediathek, die den Leute halt da abholt und ihnen auch eben was bietet dafür, dort zu sein. Das ist halt eben nicht nur ein Ort, wo sie Leute kennenlernen, sondern eben, wo sie sich auch weiter entwickeln können und sich mit eben sexpositiven Themen beschäftigen. Das ist halt im Grunde das Angebot, was es dort gibt. Ja, vielleicht noch zum Schluss des Berufsteils noch eine Frage. War es bei deiner Anstellung in irgendeiner Form Thema, dass du auf dem asexuellen Spektrum bist? Oder ist das einfach unbekannt auch? Nee, das ist schon, also es ist, mein Transsein ist oft relevanter. Es ist halt eine Perspektive, die ich manchmal mitdenke und einbringe. Ich bin auch nicht die einzige queere Person, die da an meinem Team arbeitet. Insofern ist es schon sehr okay und offen mit dem Umgang damit. Also es war bei der Einstellung kein Thema, außer dass ich halt eben, ja, deutlich gemacht habe, wo da meine Grenzen liegen, und über, ja, Queerness allgemein im Unternehmen und auf der Plattform gesprochen habe und mit den Antworten offenbar zufrieden war. Sonst wäre ich nicht hingegangen, wenn ich mich da nicht als queere Person wohlfühlen könnte. Das ist soweit klar. Magst du ein bisschen mehr erzählen, wo da deine Grenzen so sind? Wie gesagt, ich würde mir halt nicht jeden Tag unermesslich Genitalien ansehen wollen. Diese Livestreams sind halt oft auch sehr explizit, und auch das ist nichts, was ich, ich kann halt mal irgendwie einen Blick drauf werfen, wenn ich mich vorbereite, aber es ist halt nichts, was ich als Dauerbeschallung haben kann. Also da habe ich eben
Also ich bin nicht komplett sex-averse, aber oder repulsed, aber es gibt halt eben einfach Momente, es gibt halt auch Momente, wo ich denke, das ist jetzt ein Overload für mich, und da überschneiden sich natürlich auch, ich würde sagen, Dysphorie-Elemente mit halt Ace-Elementen. Also auf eine Weise, dass ich es nicht komplett auseinander trennen könnte, wo jetzt ursächlich die Belastung herkommt. Und genauso wäre ich jetzt nicht die Person, die halt, was ich da prüft, was die Leute an Erotika schreiben oder sowas. Genau, es gibt da halt Level an Fantasien, die ich nicht, wo ich mich nicht mit auf dem Level engagieren müsste. Und mit denen du dich dann auch nicht befassen müsstest wahrscheinlich oder nicht so sehr befassen müsstest. Nee, genau, das, also es kommt halt in einem Rahmen vor, in dem ich damit umgehen kann. Es ist halt nicht mein täglich Brot, das zu machen. Genau, dann hätte ich noch die Frage, wie ihr das im Job konkret umsetzt. Also ob du das dann weiterleitest oder wie das denn genau läuft. Ja, genau. Also es gibt halt Aufgaben, die man auch mal weitergeben kann. Also wir sind ein Team, das da sich gegenseitig unterstützt, und es wird halt auch auf Limits geachtet in dem Fall. Also das halt einfach Achtsamkeit, die jetzt nicht mit "ich werde speziell anders behandelt, weil ich Ace bin" zu tun hat, sondern einfach mit "wir sind alle Menschen, die in diesem Beruf arbeiten, und wir bringen unsere eigenen Grenzen und Erfahrungen mit, und wenn eben ist extrem belastend ist und gerade nicht die Zukunft der Firma davon abhängt, dann kann man es halt weitergeben. Also da wird nicht, es wird nicht erwartet, dass man über seine eigenen Grenzen hinausgeht. Das klingt ja dann, als würde es ziemlich gut funktionieren. Dann reden wir vielleicht gleich weiter über dein aktuelles Leben. Und eine Frage, die ich noch hätte, ist, wie sieht für dich so eine ganz gewöhnliche Woche aus, so ungefähr? Ja, montags halt offensichtlich zur Arbeit gehen. Dann abends ist meine traditionelle Rollenspielrunde mit Freunden aus, ja, der Kindheit, die ich schon ewig kenne. Mit denen spiele ich dann, ja, welches Spiel auch wir gerade auch immer gerade spielen. Momentan ist es Vampire, oft ist es das Schwarze Auge. Genau. Auch dienstags auch halt offensichtlich Arbeit, weil wir leben ja in der Gesellschaft, wo das einen großen Teil unseres Tages einnimmt, und dann habe ich halt eben den Abend zur freien Verfügung, was auch immer ich damit anfangen werde. Bis in einer gewissen Wahrscheinlichkeit gehe ich irgendwie wandern oder laufen in der Umgebung. Es gibt übrigens auch ein paar Podcasts, die ich hier regelmäßig höre, und viele von denen habe ich auch als, oder einige habe ich als, sozusagen als Laufmotivation, halte ich mir sie zurück und höre sie dann eben, wenn sie wöchentlich rauskommen, während ich in Bewegung bin. Deswegen, und da ist Dienstag oft ein guter Tag für, weil die Zeit da ist, wenn ich nichts anderes vornehme. Mittwoch auch Arbeitstag, und dann, ja, am Abend entweder nichts Geplantes, oder wenn alle 2 Wochen ist, ja, hoste ich im Grunde einen BDSM-Stammtisch über das Internet, wo ich mit Leuten dann über Themen spreche. Und Donnerstag wieder bis auf Arbeit keine weiteren geplanten Dinge. Das halte ich mir auch frei, um flexibel zu sein und Leute zu treffen oder so etwas. Freitag habe ich tatsächlich frei, weil 4 Tage Woche, und ja, das ist ein Tag, den ich für die Kunst sozusagen nehme, wo ich irgendwie an irgendwelchen Texten arbeite, oder gut, manchmal muss auch Haushalt gemacht werden, aber ganz, ganz prinzipiell ist es halt ein Tag, den ich mir eben für andere Projekte frei halte und eben auch gezielt nutze, um ein bisschen ja, was Kreatives zu schaffen und da auch bewusst Raum für zu nehmen. Wochenenden hängen halt von der Planung ab. Also ich habe da ja auch keine ganz wiederkehrenden Dinge. Mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit sehe ich irgendwann Fußball oder konsumiere zumindest die Ergebnisse. Aber ansonsten bin ich da, habe ich jetzt nicht so die Struktur, die meine Wochenenden auch noch einbezieht. Ich habe übrigens auch keine 5-Tage-Woche, Montag bis Freitag. Allerdings ist es bei mir ein bisschen
komplizierter, weil ich jede Woche an anderen 2 Tagen frei habe. Beziehungsweise mehr, weil ich gerade nicht mehr Vollzeit arbeite. Aber das habe ich gerade noch so im Kopf gehabt. Ja, nee, bei mir ist Vollzeit einfach 4 Tage, weil das so halt ja. Auch bei der ganzen Firma. Magst du vielleicht ein bisschen mehr über den BDSM-Stammtisch erzählen? Kann ich machen. Der hängt halt auch an einem Podcast dran, den ich nicht mache. Halt die Kunst der Unvernunft, das ist ein BDSM-Podcast, Interviewformat. Da hat sich eine Community drumherum gefunden und die veranstaltet auch Stammtische, die sich halt über Zoom treffen. Also insofern kein lokaler Stammtisch, sondern einer, der sich aus Interessierten zusammensetzt. Und wir versuchen da jeden zweiten Mittwoch eben ein Thema anzubieten. Also es ist halt nicht ein, ach ja, wie geht's, wir unterhalten uns einfach generell, sondern wir nehmen ein Thema und besprechen das eben mit Leuten, die sich für das Thema auch interessieren. Und insofern kommen halt Leute auch wechselnd dazu, eben gerade nach Interesse, auch wenn es natürlich Leute gibt, die immer da sind. Und da das ist sozusagen ein bisschen Community, die ich in der Freizeit manage, diese Gruppe. Und da bin ich dann eben moderierend oft unterwegs auf diesem Stammtisch. Gibt es viele solche Stammtische? Generell ja. Also das ist ein halt Stammtisch, manches sind ein auf jeden Fall ein fester Teil der Kink-Szene, würde ich sagen. Da wird gibt es zahlreich. Organisieren sich über verschiedenste Plattformen, manche eben digital und manche vor Ort auch. Also gibt es durchaus immer lokale Gelegenheiten, Menschen zu treffen. Dann magst du eventuell ein bisschen mehr über die Kink-Szene erzählen, beziehungsweise wie du dazu gekommen bist oder wie du zu Kink gekommen bist. Also ich bin aus Interesse zu Kink gekommen, weil eben das, es gibt Bedürfnisse bei mir abdeckt, die ich habe. Und ich bin eher relativ spät dazu gekommen. Also mir war immer bewusst, dass es diese Szene gibt. Es war auch mir bewusst bis zu einem gewissen Grad, dass ich da ein Interesse habe, aber ich konnte das erst nach der Transition, also Anfang 30, umsetzen, dass ich eben aktiv in die, halt erstmal so im Interesse gefolgt bin, Dinge auch tatsächlich erprobt habe und dann bin ich eben in die Szene gekommen, halt aus Interesse am Kontakt und wie andere Leute das halt damit umgehen und natürlich auch bis zu einem gewissen Grad auch als Möglichkeit, PartnerInnen zu finden, die halt für BDSM-Dinge, die eben dort in der Szene sicherlich leichter ansprechbar sind, als irgendwie generisch hoffen, dass jemand diese Interessen teilt. Und entsprechend, ja, ist es halt, also ist eine Szene, in der ich mich aber auch durchaus verstanden fühle. Also es gibt da halt einige Filter, die ich da nicht laufen lasse, wenn ich mich in der Szene bewege. Und das war entsprechend hilfreich, da drin zu sein. Und es hat mir auch über die Corona-Zeit tatsächlich geholfen. Das war sozusagen die Szene, mit der ich mich da, in der ich sozusagen meine Zeit da verbracht habe und entsprechend in Online-Spaces sehr unterwegs war. Ja, vielleicht eine kurze Frage, weil die vielleicht wichtig ist, weil wir ein A-Spec-Podcast sind und kein BDSM-Podcast. Wie würdest du denn BDSM für Personen beschreiben, die jetzt nicht wissen, was es ist? Ja, es ist halt erstmal eine Abkürzung, die mehr Dinge bedeutet als nur 4 Buchstaben. Also es steht halt B für Bondage, dann D für Dominance, also Dominanz, S für Submission oder Unterwerfung, S aber auch für Sadismus, dann M für Masochismus. Also ist fast einen ganzen Schwung von Erleben zusammen. Das wird halt oft sehr sexuell belegt, ist es aber halt nicht notwendigerweise. Aber es fasst eben einen ganzen Schwung von Beziehungsdynamiken, Aktivitäten, sexuellen Handlungen zusammen, die alle eben als, ich finde den Begriff Kink an sich auch griffiger, halt, die halt eben einen ungewöhnlichen Zugang zu menschlicher Zwei- oder Mehrsamkeit bieten. Also, ja, es ist,
ist es halt eher ein breiter Begriff, in dem sich aber Leute, die in diesem wiederfinden können, die eben einen durchaus ungewöhnlichen Zugang dazu haben. Und also, ey, so ungewöhnlich ist halt auch nicht. Ist halt auch, eigentlich ist King ziemlich häufig, wenn ich mir das so, wenn ich mir halt ansehe, was bei meiner Arbeit so passiert und wie. Aber es ist eben, es ist halt als Szene ist es halt nochmal für Leute, die eben spezielleres Interesse daran haben. Und es ist eben auch was, wo ich mich halt als Ace-Person bis zu einem gewissen Grad bewegen kann. Es ist halt nicht, also super, es ist halt auch für viele eben etwas, was als was sie sich von der Sexualität her erklären, weil das für sie eben sehr sexuell aufgeladen ist. Während für mich das Interesse halt oft in der Beziehungsdynamik liegt oder in sensuellen Dingen. Also ich bin halt masochistisch veranlagt, aber das bedeutet halt nicht, dass es für mich was Sexuelles ist, aber es ist was ich eben sensuell interessant finde. Also es gibt halt also sozusagen das System, das eben bis zu einem gewissen Grad halt Glückshormone ausgeschüttet werden, wenn man Schmerzen hat, ist halt etwas, was auch für mich funktioniert, ohne dass ich das sexuell aufladen müsste. Und insofern ist das eben auch eine Aktivität, die ja, eine Nähe und Intimität zwischen zwei Menschen oder mehr, aber ja, ihr wisst, redensartlich, halt ermöglicht. Und diese, ja, das ist halt was mir viel bedeutet und was aber auch anderen Ebenen viel bedeutet und was eben auch ein anderes Erleben von der Möglichkeit, wie man miteinander interagieren kann, darstellt. Und natürlich offensichtlich auf eine, all das auf eine konsensuelle Weise. Es geht halt nie darum, irgendwie Leute zu unterwerfen oder ihnen Schmerzen zuzufügen gegen ihren Willen, sondern es ist halt alles immer in einem Rahmen von Einvernehmlichkeit und Absprache. Wie lebst du King denn konkret oder dein Interesse an King? Ja, also, ja, wie ich es persönlich auslebe, ist natürlich auch, also es ist halt auch wieder relativ breit aufgestellt, was ich da tue, ist halt durchaus ein Interessenfeld. Es ändert sich natürlich auch immer mit den Personen, mit denen ich unterwegs bin in diesem Kontext. In der Community trete ich halt oft moderierend auf oder als eine Person, die eben auch Dinge erläutert und Ahnung hat und ja, ist bis zu dem Punkt, dass ich es beruflich mache. Also insofern ist das halt sozusagen, wie man mich in der Community in den meisten Fällen kennt. Aber ja, von der Neigung her, ich bin halt Bottom oder ja, weil ich spiele sozusagen in der unteren Rolle. Ich weiß nicht, wie man das erklären muss, aber zu sagen, ich bin eher die Person, die dominiert oder der Schmerzen zugefügt werden. Da bin ich, ja, fühle ich mich deutlich wohler mit. Ich bin sozusagen eine informierte Entscheidung, dass ich nur eine Seite dahingehend bespiele. Masochismus habe ich schon genannt. Das ist halt so eine meiner Säulen, auf der sich mein Kink aufbaut. Das halt eben halt auch auf einer sehr sensuellen Ebene im Sinne von, ich kann da halt auch einfach dran halt Spaß dran haben. Ich habe auch durchaus Zugänge zu mehr DS, also mehr Dinge, die mit einem einvernehmlich aufgebauten Machtgefälle spielen. Ich würde mich da als Brett einordnen, also als eine Person, die eben durch Zwischenspiel und Kommunikation mit Gegenüber Stimmung aufbaut. Also ich würde sagen, ein intellektueller Reiz im Sinne von auch ein Wortgefecht, das ich dann durchaus eingehe, auch um es zu verlieren, aber eben um halt am Ende fühlen sich beide irgendwie clever, wie eine Screwball-Komödie aus den 30er Jahren. Man kann sich das irgendwie vorstellen, kann man sich das vorstellen. Es geht halt hin und her, aber irgendwann hat ist eine Person oben und es endet irgendwie kathartisch mit einem Spanking. Also damit, dass jemand übers Knie gelegt wird, in diesem Fall meistens ich. Und das sind halt. Also, das ist halt Form von BSM, wie ich es ausübe, und eben, das bietet sich halt dann sehr. Also, es bietet sich an, das halt sehr an die Personen anzupassen, mit denen man das ausübt. Ich persönlich spiele halt eher sessionbasiert, also im Sinne von BSM ist eine Aktivität, die ich zu einem gewissen Zeitpunkt in einem begrenzten Rahmen
ausübe, ist halt nicht wie Beziehungsmodelle bei mir gestaltet sind. Also ich habe halt nicht den Versuch, ein dauerhaftes Machtgefälle aufrechtzuerhalten mit einer Partnerperson, sondern es ist halt auf Augenhöhe, bis man sich entscheidet, nee, lass mal gerade ein Machtgefälle aufbauen, weil wir beide Freude dran haben in diesem Moment. Genau, das ist eher meins. Ich beschäftige mich sonst auch viel mit so mit Headspaces, also mit unterschiedlichen Denkmodi, die man annehmen kann, um zu spielen. Halt das Red-Ding oder halt auch halt der sogenannte Subspace, wenn man sich eben tatsächlich eben in so einen Unterwerfungsmodus reingibt. Das ist halt auch ein Headspace, den man annimmt. Ich habe mich auch schon mit Petplay beschäftigt. Das ist halt, wo man praktisch einen tierischen Modus annimmt für eine Situation. Gibt halt, ja. Es gibt da verschiedene Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Ich habe auch einfach aus Interesse Hypnose gelernt dafür, weil ich mich mit BDSM weiter beschäftigen wollte und den halt so Trance-Zustände und wie man Headspaces bewusst ansteuert, für eine interessante Fähigkeit hielt. Das ist auch eins meiner Corona-Hobbys. Andere Leute haben halt irgendwie Sauerteig. Ich habe dann Hypnose gelernt. Genau, weil es gibt da super viel, womit ich mich beschäftigen möchte da in dem Bereich und ist auch noch nicht ausgeschöpft, glaube ich, der Rahmen der Erfahrung. Wäre ja auch ein bisschen langweilig, wenn während Corona alle dasselbe gelernt hätten. Du hattest vorher erwähnt, dass du in der Community eher auch eine Rolle einnimmst von einer Person, die Dinge auch erklärt und die ein bisschen moderiert, und da kommt bei mir so ein bisschen die Frage auf, ob es da auch Schwierigkeiten gibt oder ob das herausfordernd ist, so eine Doppelrolle zu haben zwischen eben dieser Community-Moderation und eben auch deinem eigenen Kink und deinem eigenen Spiel mit deinen InteraktionspartnerInnen oder mit einer Interaktionspartnerin. Das ist halt nur, also in der Community mache ich halt nicht viel Dynamik, so, also beruflich schon mal gar nicht, da bin ich halt, manchmal nutze ich halt eben meinen persönlichen Bezug und schildere Dinge, aber da bin ich halt gar nicht in der Dynamik unterwegs. In anderen Communities wechselt dann die Priorität halt auch jeweils wie gerade die Interaktion stattfindet. Also wenn es halt irgendwie ein unterhaltsames Gespräch ist und ich habe nicht das Gefühl, irgendwie moderieren zu müssen, dann lehne ich mich halt auch irgendwie mal in Dynamik rein, aber ich sehe da keine ganz große Diskrepanz. Ich stelle es halt, ich stelle meine Bedürfnisse dann nicht extrem zurück. Also manchmal neige ich dazu, mir weniger Raum zu nehmen, als ich vielleicht könnte für so etwas, aber ich bin dennoch ganz zufrieden, damit es halt auch, ja, wie ich da interagieren kann. Hat BDSM oder deine eigene Erfahrung mit BDSM oder dein eigenes Leben von BDSM für dich Ähnlichkeit mit Tabletop Roleplay Games? Natürlich, es gibt Überschneidungen. Ich habe einen ganzen Podcast darüber, dass es Überschneidungen gibt. Nerd ist der Hobby, heißt dieser Podcast. Genau, danke für diese Möglichkeit. Nein, also auf jeden Fall, ich sehe da Überschneidungen im Sinne von, dass man sich halt einvernehmlich auf einen gemeinsamen Vorstellungsraum einlässt, Rollen annimmt und diese spielt und auch, dass halt Konsent eine wichtige Rolle spielt und eben, sozusagen der Wille, kreativ gemeinsam etwas zu gestalten. Magst du noch ganz kurz ein bisschen mehr darüber erzählen, wie dein Podcast entstanden ist? Ich und meine Co-Host Serena sind halt schon lange befreundet und haben auch teilweise zusammen in einem Verlag gearbeitet und zusammen gewohnt und haben eben Gespräche geführt, sehr viel eben über die Überschneidung unserer Themen, und haben dann entschieden, dass wir dass wir einen Podcast draus machen, weil es unterhaltsam genug ist für uns und wir das gerne ausüben wollen, und auch im Sinne von Feminismus der Mittelmäßigkeit, wir müssen nicht einen höheren Anspruch erfüllen als zwei beliebige weiße Cis-Dudes, die einen Podcast starten. Also das einfach, wir können halt auch einfach einen machen, weil wir Lust dazu haben und glauben, dass Leute uns zuhören wollen, und das hat sich insofern bestätigt, als dass uns Leute zuhören. Dann würde ich zu einem anderen Thema kommen langsam, und zwar zu einer Frage,
die ich immer ganz cool finde, aber auch sehr schwierig. Wer oder was ist dir gerade wichtig in deinem Leben? Oder für dich? Wer oder was ist für mich wichtig? Ich habe halt viele Menschen, die mir lieb und teuer sind. Auf Freundschaftsebene, auf bis zu einem gewissen Grad auch halt eben Beziehungsebene. Das ist, die sind mir wichtig. Ich bin gerade am Ankommen an einem neuen Ort. Insofern ist mir auch da die Umgebung wichtig, genauso wie den Kontakt nicht zu verlieren zu den Menschen, die ich in meinem vorherigen Wohnort zurückgelassen habe. Und genau, insofern halt soziale Beziehungen sind mir gerade wichtig in ihrer Veränderung im Moment. Und wie gehst du das an, dass du den Kontakt mit Leuten nicht verlierst? Also ich frage jetzt, weil für mich ist es so, dass ich eigentlich immer schon mehr als einen Wohnsitz hatte, immer mindestens zwei, und dann auch relativ viel Kontakt hatte zu Leuten an Orten, wo ich dann nicht gewohnt habe oder einfach nur immer wieder war, dass das für mich so immer ein Thema war. Wie mache ich das eigentlich, dass ich in Kontakt bleibe mit Leuten, dass ich Kontakt halte mit Leuten, weil meine befreundeten Personen halt immer überall verteilt waren. Und jetzt wollte ich dich fragen, wie stellst du das an? Wie gestaltet sich das für dich? Also ist es für mich auch so, dass ich durchaus einen relativ weit verteilten Freundeskreis habe und FreundInnen halt auch durchaus in Übersee. Und das ist dann oft ein Faktor, wie man mit denen Kontakt hält. Und insofern ist es teilweise eine Transition in einen Modus von online als primärer Ort, wo diese Beziehung stattfindet. Also man hat nicht mehr die so leichte Gelegenheit, sich irgendwie in der Stadt zu treffen und sich zu unterhalten, während andere Leute jetzt halt näher dran sind und neue Möglichkeiten bestehen. Das ist eben so eine Veränderung der Art, wie man die Beziehung jetzt konkret auslebt und pflegt und eben auch die Möglichkeit schaffen, sich weiter zu unterhalten, weiter in Kontakt herzustellen, dass eben die Gespräche nicht erlahmen oder weg sind, sondern eben einfach bewusst zu sagen, ja, nee, ich schreibe die Person auch an, ich nutze die Gelegenheit, um eben online den Kontakt zu halten. Dann würde ich wieder das Thema ein bisschen wechseln. Was möchtest du von deiner Biografie erzählen? Möchtest du etwas von deiner Biografie erzählen? Vielleicht, was dich geprägt hat, wie du herausgefunden hast, dass du auf dem asexuellen Spektrum bist? Ja, kann ich machen. Ich kann natürlich halt mit meinem Berufsleben angeben, weil ich schon viele interessante Sachen gemacht habe, aber das ist halt, so interessant ist es halt dann für dieses Thema auch nicht. Ich habe herausgefunden, dass ich Ace bin relativ spät im Leben, weil, wie gesagt, die Transition stand wieder im Weg, so. Oder die anderen Issues waren im Weg, die damit einhergehen, denn vor der Transition hatte ich eben es sehr schwer, einen Bezug herzustellen, auch zu eigenen Bedürfnissen und die zu äußern, habe viele Sachen halt gemacht, die ich in dem Moment für macht man halt so hielt und habe halt auch eben, ich war dadurch, dass ich eben schon komplett Dysphorie unterdrückt habe, auch sehr gut darin, andere Signale zu verdrängen, die sagen, das ist halt jetzt gerade eigentlich nicht hilfreich für dich. Was ist schon immer so gewesen, dass ich halt wenig Eigenantrieb hatte, um sexuell aktiv zu werden, auch wenig konkrete Fantasien dahingehend und eben sehr viel auf direkten Input von PartnerInnen angewiesen bin dabei, oder war auch. Und heute ist es, also ich habe halt viele Sachen damals gemacht, sozusagen aus dem Konsent, den ich damals gegeben habe und zu dem Standpunkt auch enthusiastisch, die ich heute halt nicht mehr so tun würde. Ein ziemliches Lotterleben irgendwie auch geführt bis zu einem gewissen Zeitpunkt und bin eigentlich eher solider geworden dadurch, dass ich Transition hatte und in die Kink-Szene eingetreten bin und eben jetzt mehr die Gelegenheit habe,
auch zu steuern, was ich halt wirklich tun möchte. Und ich habe Stone tatsächlich vor dem Label Grey Ace für mich gewählt. Einfach weil es eben mehr den, ja, den Bezug zu den Handlungen hatte und weil ich halt durch Leslie Feinbergs Stonebridge Blues hatte, habe ich halt einen Bezug zu dem Begriff hergestellt. Es ist ein autobiografisches Buch einer nicht-binären Person, die eben ja in den 50er, 60er Jahren als Butch-Lesbe eingeordnet unterwegs ist in so einen, und dabei eben auch die, ja, unter anderem den Begriff Stone als Konzept teilt. Und da gehen halt auch Gender-Fragen mit einher und auch offenbar, dass halt das eine Technik zur Dysphorie-Vermeidung war, bis zu einem gewissen Grad halt seine Sexualität Stone auszuleben. Und das hat halt zu mir gesprochen, plus dass es ein positives Label ist. Und genau darüber bin ich dann halt ja zu der Erkenntnis gekommen, wie wenig ja sexuelle Anziehung ich eigentlich empfinde, als ich angefangen habe, Dinge durch eine Linse von eben Split Attraction Modell und etwas und entsprechendem zu betrachten und ja, halt auch wie, wo halt da meine Grenzen liegen, was mir aus Dysphoriegründen oder auch aus ja, sexopathischen Gründen nicht gut tut, wirklich zu machen und was mir, und eben aber auch, was ich halt tun kann und was mir daran Freude bereitet. Also ich habe sozusagen mehr, auch mehr Freude an der Sexualität, die ich ausübe, dadurch, dass ich eben einen größeren Bezug herstellen kann jetzt zu meinen eigenen Bedürfnissen und das auch klar äußern und eben auch die halt mir sicher bin, dass da Grenzen eingehalten werden. Wobei ich durch eine Damenbekanntschaft habe, mit der ich halt sozusagen seit 13 Jahren nichts Ernstes habe. Also wir haben halt einfach eine große Kontinuität an Beziehungen, die sich immer wieder gewandelt hat über die Zeit. Und da merke ich manchmal schon, dass sie halt Erinnerungen anders wahrnimmt als ich. Also dass sie halt Sachen so, ach ja, schöne Erinnerungen, vielleicht könnten wir es mal wieder machen, wo ich dann halt so sagen würde, ja, ich verstehe, warum es das für dich so ist, aber für mich ist die Erinnerung sozusagen durch meinen Rückblick aus der Gegenwart, kann ich die halt nicht mehr so positiv wahrnehmen und ich kann halt auch sozusagen das, diesen Service kann ich nicht mehr anbieten. So, ich hab's eh so, halt, ich hab's gemacht, weil es dir, um dir eine Freude zu machen, so. Und ich ziehe halt auch durchaus da einiges aus diesem, sozusagen, aus dem, als halt BDSM-mäßig ist halt Service auch ein Ding, wo man, was halt eine Art ist, wie man Erfüllung aus Dingen ziehen kann. Dass man eben, ich tue etwas, meiner anderen Person eine Freude zu machen. So, ich tue da, und das sehe ich halt als sinnvolle Motivation, um enthusiastisch Konsent zu Dingen zu geben, dass man halt eben halt die Bereitschaft einer anderen Person, die eben die Freude zu bereiten. Aber auch da gibt es halt eben Limits im Sinne von, was kann ich als Service tun, was bereitet mir Freude, es für jemand anderen zu machen und was überschreitet meine Grenzen, es wird mir nachher schlecht gehen, wenn ich mich da jetzt in dem Moment drauf einlasse. Und da, genau, bin ich halt besser drin geworden, auf mich zu achten und das präziser auszudrücken, aber gleichzeitig eben verändert das eben auch Beziehungen im Sinne von, es gibt Dinge, die ich eben nicht mehr machen kann, weil ich mich verändert habe. Und ich habe das Glück eben, dass mit der Damenbekanntschaft das okay ist und wir eben jetzt zum Beispiel mehr auf der BDSM-Ebene interagieren, was halt vorher nicht der Fall war, obwohl, also ihr Interesse halt schon da war, weil ich es für mich selber nicht hatte zulassen können bis zur Transition. Aber ja, das ist halt dennoch ein bisschen auch was, wo man, was halt eben von manchen Leuten oder im Umfeld dann als Verlust auch wahrgenommen wird, die, weil halt eine, ja, eine sexuelle Ebene aus manchen Dingen rausfällt, wenn man das nicht mehr aktiv verfolgt. Wobei bei mir dann eben viel mehr sensuelle Ebene dazugekommen ist. Also ich bin mittlerweile viel breiter auch zu eben platonischen Berührung. Das war vorher sehr schwierig für mich und mittlerweile merke ich teilweise, dass ich touch-starved bin, weil ich nicht genug Leute berührt habe in irgendeinem Zeitraum. Das ist eine Erfahrung, die ich zuvor gar nicht hatte. Also da war ich sehr touch-averse und es fällt mir jetzt auf, dass ich einen touch-aversen Freundeskreis irgendwie bekommen habe, weil nie darauf geachtet wurde. Die Leute, die es gestört hätte, sind halt dann irgendwie. Mit denen hatte ich den Vibe damals nicht und das
das verändert sich jetzt mit der Zeit auch, und aber es ist auf jeden Fall ein Faktor, der reingekommen ist durch das, ja, durch besseres Körperverhältnis und sehen, wo man halt seine Bedürfnisse auch erfüllt haben möchte. Bevor wir nochmal genauer auf die Aceback-Identität bzw. darauf nochmal genauer zu sprechen kommen, was das für dich bedeutet und für dein Leben, wollte ich nochmal ganz allgemein fragen, was du denkst, wie du zu der Person geworden bist, die du heute bist und was dich vielleicht geprägt hat. Ja, halt ein Leben. Also offensichtlich, ich bin halt, ich bin halt auch durch die Summe der Erlebnisse und der Menschen, die ich mitbekommen habe. Also von meinen Eltern über die Gesellschaft, über Studium, über eben queere Community, über Kink, sind das alles Dinge, die mich eben geprägt haben zu der Person und zu der Person gemacht haben, die ich heute bin. Also ich wäre halt, wenn ich zum Beispiel meine Transition früher gemacht hätte oder wenn ich früher gewusst hätte, dass ich Ace bin, ich wäre heute eine andere Person. Und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Person, die ich bin. Deswegen ist es halt auch so rückblickend ganz okay so, auch wenn ich natürlich, ich habe manchmal eben dieses Gefühl, ich hätte vielleicht auch gerne queere Jugend gehabt, so. Oder eine queere Jugend, nicht im Sinne von, ich unterdrücke jede Menge Dinge in mir, sondern ich könnte das ausleben, so. Weil Anfang 30 ist halt schon, man ist über der Jugendförderung, man bekommt halt nicht mehr so viel mit. Ab einem gewissen Zeitpunkt fällt man auch aus Partykonzepten raus und überlässt andere Leute in die Schutzräume. Gleichzeitig bin ich eben eine queere Person dieser Zeit. Ich bin halt in den letzten paar Jahren bin ich halt, habe ich mein Coming Out und bin in die Szene gekommen. Das ist halt, was mich geprägt hat. Ich kann halt nicht das Erlebnis nachempfinden, wie die Person, die 2006 eine Transition hatte. Das ist halt, oder die queere Szene gekommen ist oder da ihr Spektrum von Begrifflichkeiten aufbauen musste, sondern ich bin halt eine Person von heute und bin deswegen sozusagen in meinem Coming-out-Alter eher in einer jüngeren Altersgehorte, während ich halt in meinem körperlichen Alter eben über 30 bin. Und das ist halt durchaus eine Diskrepanz, aber dennoch ist es halt, also ich möchte da auch gar nicht eben die ganze Zeit damit verbringen, jetzt das ernsthaft zu betrauern, wie mein Leben gelaufen ist, sondern es eher ressourcenorientiert angehen. Und natürlich, man kann sich auch mal Melancholie erlauben, aber ich glaube, da eben ernsthafte Verzweiflung ist nichts, was wirklich hilfreich ist, sondern ja, die Zeit eher nutzen, die man halt hat. So. Klingt sinnvoll für mich, zumindest. Möchtest du vielleicht etwas von deiner Jugend erzählen oder auch von darüber, wie sich deine Gender-Identität entwickelt hat und wie es dann zu deinem Coming Out als Trans gekommen ist? Ja, kann ich machen. Also als Kind wusste ich schon irgendwie unterbewusst, dass es ja, dass halt dass ein paar Dinge nicht ganz stimmig sind. Halt so, ich sah relativ androgyn aus als Kind und wurde dann halt manchmal gefragt, bist du ein Mädchen oder bist du ein Junge? Und ich wusste, welche Antwort ich geben sollte, aber die hat sich nicht richtig angefühlt. Genauso Friseurbesuche, so, was für einen Haarschnitt möchtest du, halt dann auch so, ich weiß, welche Antwort die Gesellschaft von mir will, und habe die dann halt gegeben. So, also ich habe dann, ohne dass ich irgendwie auf eine irgendwie gewaltsame Weise dazu gedrängt wurde, doch irgendwie die Erwartungen angenommen und internalisiert. Meine Eltern sind halt, würde ich sagen, sehr progressive Menschen, die aber auch nicht den Bezug hatten. Also die hatten gar kein Konzept von Trans. Und ich hatte kein Konzept von Trans, und deswegen war es halt nicht möglich, in dem Moment das zu entdecken. Also ich hatte die Worte nicht, es zu äußern, und sie hatten nicht das Handwerkszeug, das zu erkennen zu dem Zeitpunkt. Und das hat dann eben dazu geführt, dass ich halt eine Pubertät durchgemacht habe, die nicht so richtig angenehm für mich war. Und in dem Zeitpunkt ist mir dann halt auch aufgefallen, dass ich nicht gut in Gender Performance bin. Oder war. Ich musste dann halt aktiv lernen, männlich zu performen, was mir auch gelungen ist. Und da ging halt Selbsttäuschung mit einher, also dass ich eben mir auch ja, halt das zu eigen gemacht habe als Identität. Auch einfach mangels Alternativen. Und es hat lange Zeit gedauert, bis mir klar geworden ist, dass es nicht für alle Leute anstrengend ist. Also
Ich habe gedacht, Gender Performance ist für alle Menschen etwas, was sie aktiv tun und wozu sie sich aktiv entscheiden. Und ich bin nur schlechter drin, sozusagen. Für mich ist es anstrengender als für andere. Und es braucht halt echt eine Zeit zu realisieren, dass Menschen normalerweise das einfach so machen, dass sie da halt keine Energie drauf verwenden müssen. Und das ist halt mal eine Erkenntnis, die dann sicherlich auch geholfen hat, den Weg irgendwie zu gehen. Ich bin, also an der Uni hatte ich halt irgendwann mal die Phase, wo ich halt einfach meine Mode komplett verändert habe, aber halt immer noch im Rahmen des männlich gelesenen und gesellschaftlich vorgegebenen dahingehend. Aber das wäre halt ein Moment, wo ich hätte erkennen können, eigentlich ist das irgendwie Dysphorie und sowas, aber war halt zu dem Zeitpunkt nicht so möglich. Und ich habe dann eben durch Kontakt zur im Grunde Pen-and-Paper-Szene international, wo halt auch viele queere Menschen unterwegs sind, eben nochmal mehr Konzepte kennengelernt und mich tiefer damit beschäftigt und Tumblr hat mir Dinge erklärt und solche so etwas, sodass ich dann halt irgendwann an den Punkt gekommen bin, dass ich gemerkt habe, okay, es ist halt, das Geschlechterding ist halt wirklich etwas, was ich hinterfragen muss. Und da habe ich mir einen Monat Urlaub genommen und Therapie gesucht, mich halt einfach ernsthaft damit beschäftigt, was dann die Fragen so sind, die mich umtreiben und wo meine Energie halt hingeht und im Sinne von Gender Performance aufrechterhalten und dergleichen. Das war halt auch in so einer Phase, wo es etwas burnoutig war und daraus hat sich dann ergeben, dass ich dass ich trans bin und auch relativ schnell war halt klar, dass halt Transfrau, also ich hatte am Anfang die sozusagen auch da die Möglichkeit, halt das halt als Questioning gelabelt und mir die Möglichkeit gelassen, das zu erforschen, aber hat sich halt binär ausgegangen, so. Auch wenn mir binär jetzt kein ist mir halt kein wichtiger Wert für mich inhärent, aber ich funktioniere halt im vorgegebenen Zweigeschlechtersystem ganz passend. Aber ja, mir ist der Ansatz Femme da halt auch eigentlich wichtiger als dass es jetzt ich performe Weiblichkeit ist, sondern eben ich performe Weiblichkeit bewusst aus einer queeren Basis heraus. Ich bin da halt der Euphorie gefolgt. Ich mache das, weil das ist halt, wie es mir gut geht, so, wo ich mich am besten mitfühle. Und das ist halt auch so mein Ding, wie ich meine Transition manage, dass ich halt dahin gehe, wo die Euphorie ist. Weil, ab einem gewissen Punkt ist, weiß ich halt, was sind die zu vermeidenden Triggerpunkte, was ist dysphorisch bei mir, aber eben nur aus der Vermeidung kann ich halt auch keine neue Identität aufbauen oder kann ich meine Identität nicht weiter gestalten. Insofern eben, wohin führt mich die Euphorie, ist halt da ein Leitsatz, den ich mitgenommen habe. Und was halt das A-Spec angeht, ich glaube halt, dass sicherlich Gender Performance auch eine Rolle gespielt hat, dass ich eben halt die Notwendigkeit, eine gewisse Art von Sexualität zu performen oder halt auch, dass es halt dazugehört. So. Und ich habe dann halt die Gelegenheiten, die sich mir dahin gegeben haben, wahrgenommen und wie gesagt, ein Lotterleben geführt. Aber auch durchaus oft im Wissen, okay, ich mache das jetzt gerade eben für die andere Person. Oder ich mache das, weil eben, also es fühlt sich, auch wenn ich halt eben keine sexuelle Anziehung von meiner Seite aus so finde, fühlt sich das aus der anderen Richtung durchaus nicht schlecht an, begehrt zu werden. Das ist ja auch eine Bestätigung und insofern habe ich das gerne angenommen. Jetzt hast du schon eine tolle Überleitung gegeben wieder. Dankeschön. Jetzt hast du ja auch vorher schon ein bisschen darüber erzählt, welche Rolle dein A-Spec-Sein oder dein Bezug zum A-Spec in deinem Leben spielt.
Und jetzt wollte ich dich noch fragen, welche Formen von Anziehung du eigentlich erlebst, weil du vorher auch das vom Split Attraction Model geredet hast. Sexuelle Anziehung halt ganz, ganz extrem selten. Ich habe eine vage Vorstellung davon, wie es sich anfühlt und dass ich es wohl schon mal erlebt habe, aber es ist halt so halt eher verschwommen und halt ja, ja schon sehr im grauen Bereich. Romantische Anziehung kann ich sehr stark auch empfinden. Also ich kann durchaus Crushes für Leute entwickeln. Und ja, ich hatte jetzt schon von intellektueller und sensueller Anziehung gesprochen. Die sind beide bei mir auch durchaus präsent. Und ja, das halt platonische Anziehung im Sinne von auf eine halt das freundschaftliche Interesse an Menschen bis zu einem gewissen Grad ist auf jeden Fall auch was bei mir ja eine Präsenz hat. Also einfach die ja eben ein Interesse an anderen Menschen. Und ich glaube, BDSM modifiziert die Dinge halt bis zu einem gewissen Grad. Also es ist halt nicht so, dass man also das Split Attraction Model ist halt noch nicht komplett auf BDSM eingestellt dahingehend, was für Attraktionen da entstehen. Aber eben auch, es gibt halt einige Sachen, die da aus den Dynamiken kommen, die ich eben erlebe. Halt eher dieses so, ich merke, die Person hat Top-Energie. Also das ist eine Person, die eher oben spielt und das ist etwas, wo ich mit interagieren möchte. Also irgendwie auf der BDSM-Ebene dynamische Anziehung. Du hast gerade beschrieben, wie du sexuelle Anziehung empfindest, oder? Und das kommt mir auch ein bisschen bekannt vor mit dem selten und verschwommen. Ich sage dann oft auch noch schwach dazu. Ist damit für dich schon hinreichend beschrieben, was das Label Grey Ace für dich bedeutet, oder möchtest du dazu noch mehr sagen? Ich glaube, ich habe es schon umrissen halt. Wie gesagt, die Anziehung ist halt nichts Präsentes so, nicht kein entscheidender Faktor, aber eben der. Es ist halt auch kein, also ja, dieser Service-Ansatz, den ich habe, ist, glaube ich, sicherlich ein Faktor, der da reinspielt, warum ich halt Grey Ace halt genommen habe, dass es halt eben Umstände gibt, in denen ja, Sexualität für mich irgendwie bereichernd ist, auch wenn die Anziehung halt nicht notwendigerweise auf derselben Ebene da ist, gibt es halt eben manchmal einen Reiz, das auszuüben. Deswegen halt Grey Ace, aber ja, genau. Die Graustufe ist halt eher in Richtung Ace, so im Tagtäglichen, und es gibt dann halt halt Stimmungen und Ausreißer. Wo fängt denn Sex bei für dich an? Wahrscheinlich, wenn eine der Personen es als Sex wahrnimmt, die daran beteiligt ist. Also, ich möchte da gar keine so klaren Grenzen ziehen. Es ist aber ein Thema, mit dem ich mich beschäftigen muss in meinem BDSM-Erleben, denn da gibt es halt oft die Asymmetrie, dass manche Handlungen von Leuten aus sexuellen Motivationen betrieben werden oder dass es für sie sexuell aufgeladen ist, für mich aber nicht. Und ich bin sehr okay mit dieser Asymmetrie. Aber für manche Leute ist das halt ein Hindernis so. Also, wenn sie nicht wüssten, dass ich Ace wäre, würden sie komplett asexuell spielen können, aber sie eben aus ihrer eigenen Motivation heraus, aber dadurch, dass sie wissen, dass ich Ace bin, ist da manchmal eine gewisse Hemmung so. Dass sozusagen für sie die Qualität der Handlung ändert, weil es von mir nicht gespiegelt wird oder sie glauben, dass da mehr Distanz oder so etwas notwendig ist, als ich das eigentlich geäußert hätte. Und ja, es ist halt eben, dass es halt eben asymmetrisch wahrgenommen wird, ist halt oft der Fall. Und auch etwas, wo ich mich sozusagen dann gewöhnt habe, drüber zu sprechen, einfach um da eine Einordnung auch zu geben, warum wir das halt gerade machen. So. In der Definition von Asexualität kommt ja oft auch das verringerte Verlangen nach sexueller Interaktion vor. Wie ist dein Verlangen nach sexueller Interaktion so? Es hat sich halt verändert durch Hormonersatztherapie. Also mein Libido hat sich halt gesenkt, was auch hilfreich war, um zu erkennen, was Ace ist, dass halt eben das Vorhandensein von Libido halt nicht notwendigerweise eben mit sexueller Anziehung
gleichzusetzen ist, sondern dass da eben einfach ein körperliches Bedürfnis besteht. Das ist momentan bei mir halt relativ gering, weil eben ja, die Hormone sich so ausgehen, aber das ja, ist etwas, mit dem ich eigentlich zufrieden bin. So, ich bin okay damit halt, ja, dass bei Bedarf irgendwie Dinge funktional sind und sonst ist ja auch in Ruhe, aber ich bin halt, ich lege halt auch einfach keinen großen Wert auf Interaktion mit meinen Genitalien von fremden Leuten und selber muss ich es auch nicht ständig haben. Insofern ist es halt, genau, ich bin okay damit, dass das Bedürfnis kein körperlich zwingendes ist. Gut, dann du hattest vorher, als wir über Kink gesprochen haben, schon deine, also Damenbekanntschaften erwähnt. Also ich, aus dem Kontext schätze ich mal, dass das Spielpartnerinnen sind. Jetzt würde ich dich fragen, welche Formen von Beziehungen du denn lebst oder welche Form von Beziehung du leben möchtest. Das Damenbekanntschaft ist halt, also halt in dem Fall mit der Person schon durchaus eine Art, also halt auch wieder ein 50er-Jahre-Wort irgendwie, aber es drückt halt schon aus, was für eine Art von Beziehung das ist. Also es ist halt eben die, halt ja schon, die frühe sexuelle, jetzt die Kink-Interaktion im Mittelpunkt steht. Das ist auf eine Art romantisch, aber es ist halt nicht das Ziel, eine Langzeitbeziehung dauerhaft gemeinsam zu gestalten, sondern eher, man trifft sich immer wieder, weil man eben bestimmte Dinge miteinander tun und teilen möchte, aber es ist halt nicht das Ziel einer klassischen Paarbeziehung, die daraus wird, sondern eben, ja, eine Regelmäßigkeit, bei der halt weder das, ja, also was Monogames im Mittelpunkt steht, noch halt wirklich Freundschaft komplett zentral ist. Also das ist, wie ich halt die Damenbekanntschaft hier für mich definieren würde und womit wir ganz gut leben seit, wie gesagt, 13 Jahren mittlerweile. Also da mit vielen Veränderungen, aber eben halt immer dieses, wir hier, ja, wir wollen kein Alltag füreinander sein, ist da halt einfach ein Konsent, den wir haben. Und entsprechend funktioniert es auch. Also das ist halt eine Beziehung. Ich bin halt auch durchaus, ja, Polyamor unterwegs. Also ich kann mich in mehrere Leute verlieben und ich kann auch Beziehungen mit mehreren Menschen führen. Und die meisten Beziehungen, die halt das anbieten bei mir, sind eher queerplatonisch, also sehr bedürfnisorientiert gestaltet und halt nicht mit dieser Trennschärfe zwischen, das ist eine Beziehung, das ist eine Freundschaft, das eine bedeutet automatisch, dass man das machen muss, das andere bedeutet, dass man das nicht machen darf, sondern halt eben tatsächlich auf die Bedürfnisse, was man miteinander machen möchte und auf welcher Ebene man miteinander interagieren möchte, jeweils eben einvernehmlich gestaltet mit den Personen. Gut. Du hattest das vorher schon mal kurz angesprochen. Ich würde jetzt trotzdem noch mal fragen, falls du da noch mehr dazu zu sagen hast. Welche Rolle spielt denn deine Aceback-Identität, also dein Grey Ace-Sein in diesen Beziehungen? Oft ist es halt, dass eben halt klassische Sexualität nicht super präsent da ist. Also oft ist es etwas, was ich sage, das überlasse ich gerne in so Polykonstrukten des anderen Menschen. Und ja, es ist halt eben selten auf einer, dass Sexualität halt irgendwie ein Kern dieser Beziehung ist oder eine Erwartung, die damit einhergeht, sondern, also wenn man damit kann schon eben, weil sie so gewachsen ist, ist es halt öfter mal ein Ding, aber da haben wir halt auch einfach ein aufgebautes Vertrauen über die Zeit und eben, wie gesagt, auch wenn sich da manche Dinge entwickelt haben, eben eine gute Basis, aber oft, wenn ich jetzt neue Beziehungen eingehe, vermittle ich halt eben, dass eben, ja, dass Sexualität für mich etwas ist, was ich sehr selten aus eigenem Antrieb mache und je nachdem, wie ich die Person halt sehe, kann ich das vermitteln. Vielleicht, wenn sozusagen unter den richtigen Umständen, wenn du halt was pitchst, bin ich vielleicht durchaus bereit, aber erwarte halt nicht von mir, da eine Initiative zu haben. So, ich möchte nicht den Druck haben, fragen zu müssen, wenn ich selber da keinen gesteigertes Interesse dran habe. So dieses, ich überlasse es dir zu fragen, aber du musst okay damit sein, dass ich auch aus, dass ich halt ohne Begründung auch einfach Nein sage. Das heißt,
prinzipiell für Konsent immer gelten sollte, aber einfach dieses, dass es nicht heißt, dass irgendwas an ihr falsch ist oder ihm, sondern dass eben mein Gegenüber halt, das ist etwas, das aus mir manchmal einfach gar, dass ich das Bedürfnis manchmal nicht erfüllen kann und ja, das halt nicht mit, mit Ablehnung als Person zu tun hat. Also das ist halt einfach diesen Druck da rauszunehmen, ist da durchaus was, was zentral ist, damit die Beziehungen auch funktionieren können. Und oft ist dann halt eben entweder halt sehr emotionale Intimität oder halt Kink-Intimität das, was es eben über oder was es über die Erwartungen von Freundschaft, die die Gesellschaft stellt, eben hinausbringt. Und eben natürlich auch die halt, wie sehr man eben bereit ist, halt auch Lebensentscheidungen an Beziehungen dran zu hängen. Also es ist das, ich bin, also mir sind Freundschaften halt auch sehr wichtig, aber es ist halt eben auch mal noch ein Faktor, wie man, wie sehr man diesen Menschen dann Priorität gibt, in ihrer Nähe zu sein zum Beispiel. Klar. Dann jetzt gegen Ende möchte ich noch fragen, wo findet man dich? Gibt es noch einen Kanal, den du empfehlen möchtest? Vielleicht nochmal den Podcast oder was auch immer du noch pluggen möchtest hier. Ja, prinzipiell, man findet mich unter anderem auf Twitter, @theworstrpg. Da könnt ihr mir gerne folgen und ich bin auch prinzipiell anschreibbar dort. Discord ist für mich eher eine Plattform, die ich sporadisch nutze. Da lohnt es nicht, irgendwas rauszugeben. Und ja, mein Podcast ist Nerd ist ihr Hobby. Also zumindest mein Hauptpodcast, wo ich unterwegs bin, und der beschäftigt sich eben mit den Überschneidungen von Queerness und Nerd-Themen. Und ja, meine Ace-Perspektive ist immer drin, meine Co-Host bringt eine aromantische Perspektive rein, also insofern auch was ihr mitbekommt und wenn ihr zuhört. Und es ist halt auch was sich über den Podcast entwickelt hat. Also wenn ihr von Anfang an hört und Gespräche mitkriegt, dann merkt ihr, wie das Thema immer präsenter und benannter wird. Aber ja, das, ich möchte euch jetzt nicht verpflichten, das chronologisch zu hören. Da. Queerness gibt es immer. Und ja, genau. Ansonsten, ich bin auch ab und an bei Frauen reden über Fußball zu hören. Das hat jetzt wenig Queerness oder Ace-Bezug, aber auch ein Podcast, bei dem man mich hört. Welche Zukunft siehst du denn für dich? Ja, ich denke, ich werde es erstmal so weitermachen. Und eben, ja, halt mein Leben leben und mit den Menschen, die ich habe, so meine Zeit zu verbringen. Sicherlich auch nochmal im Kink noch ein paar mehr Dinge machen und andere Sachen kennenlernen. Dann Bücher weiterschreiben und mal sehen, wie lange das noch hält und wie lange es möglich ist im Rahmen von gesellschaftlichen Entwicklungen. So. Einfach so weitermachen, finde ich gut. Möchtest du dann unseren ZuhörerInnen jetzt noch etwas empfehlen? Also vielleicht ein Buch, eine Website, einen Film oder was auch immer dir gerade einfällt? Ich hatte Stonebridge Blues schon empfohlen. Das ist durchaus noch immer lesenswert. Wenn ihr was Zeitgenössisches wollt, was halt von einer Kinky Ace-Person geschrieben wurde, ich würde Gefangen zwischen Eis und Feuer reinwerfen. Das ist ein Fantastik-Roman, Slice of Life, Kinky und eben von einer Ace-Person geschrieben. Es gibt allerdings durchaus ja, Sexszenen da drin, aber da hat jedes Kapitel auch Inhaltswarnung. Muss ich mir mal anschauen. Ja, dann sind wir ja jetzt eigentlich am Ende. Eine Frage noch, gibt es irgendetwas, was du jetzt noch ergänzen möchtest, was vielleicht noch fehlt oder etwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest? Ich würde sagen, Volk der Euphorie ist halt auch erstmal prinzipiell ein ganz guter Weg, auch wenn man auch um seine Bedürfnisse als Ace-Person oder als aromantische Person zu navigieren. Also dahin gehen, wo es sich halt eben richtig anfühlt, auch wenn man es eventuell noch nicht benennen kann oder wenn es irgendwie in scheinbaren Widersprüchen steht, erstmal gucken, was sich daraus ergibt und das machen, was sich, ja, wo man für euphorisch ist, was sich gut anfühlt und dann eventuell folgen halt die Label oder man findet eben was Neues über sich heraus.
Folgte Euphorie finde ich ein super Schlusswort. Ja, das war unser Gespräch mit Jasmin oder mein Gespräch mit Jasmin. Dann möchte ich an dieser Stelle mich sehr herzlich bedanken für das tolle Gespräch. Vielen Dank. Ich fand vieles sehr spannend, was Jasmin erzählt hat. Und ich fand es besonders spannend, persönlich über Kink zu reden mit jemandem oder zu hören, was Jasmin über Kink zu erzählen hat, einfach weil das auch für mich gerade ein Thema ist, das mich beschäftigt oder mit dem ich mich gerade beschäftige oder wo ich gerade dabei bin, mich mehr damit zu beschäftigen. Und ein Aspekt, der bei mir noch hängen geblieben ist, aber es war ist eher so eine kleinere Sache, ist, dass Jasmin darüber gesprochen hat, dass Gender Performance für sie oder dass sie Gender Performance als anstrengend empfunden hat. Und das ist wirklich auch was, was ich nach so für mich auch kennen oder nachvollziehen kann, dass Gender Performance, wenn sie nicht oder wenn es einem selber nicht entspricht oder einfach dem eigenen Gender nicht entspricht, dass das einfach auch wirklich sehr anstrengend sein kann. Ja, ich habe das irgendwie auch voll so gefühlt, diesen Aspekt. Halt gerade auch, wenn das, was von einem als Gender Performance erwartet wird, wenn das nicht ganz mit dem übereinstimmt, was man selber auch im Alltag leben mag oder wie man sich selber sieht. Oder das ist was ich mega gut auch nachvollziehen kann. Was mich sehr berührt hat, ist so dieser Aspekt der Euphorie-Folgen. Das finde ich so ein unglaublich starker Gedanke, den ich eben jetzt in der Vergangenheit auch immer mal wieder aus der Trans-Community gehört habe und jetzt im Gespräch oder beim Zuhören irgendwie auch nochmal tiefer verstanden habe, auf wie viele Aspekte eines Lebens man das dann auch beziehen kann und wie wertvoll diese Erkenntnis aus der Trans-Community dann auch sein kann für alle queeren Menschen und allgemein auch alle Menschen. Würde ich voll zustimmen, da geht es mir ähnlich. Vor allem auch unabhängig vom Transsein oder unabhängig von Gender oder eigener Präsentation oder Performance, bei eigentlich allem. Der Euphorie folgen ist einfach eine gute Leitlinie, würde ich sagen. Ja, und das ist ja eben, das heißt ja dann nicht unbedingt irgendwie dem Spaß folgen, sondern ja, Jasmin hat es unglaublich gut beschrieben, eben so diesem da, wo es dich hinzieht oder da, wo es sich eben gut anfühlt. Und dass dieses sich gut anfühlen kann, ganz unterschiedliche Qualitäten haben, aber eben, ich glaube, es ist so was Wichtiges, diese Stimmigkeit dann auch zu spüren. Voll. Ja, vielen Dank auch, Finn, dass du das Gespräch geführt hast. Ja, danke, gerne. Jetzt bleibt mir noch, mich nochmal natürlich bei Jasmin zu bedanken. Und bei dir, Getz, dass du den Schnitt machen wirst und dass du mich auch unterstützt hast hier. Sehr gerne. Hallo, hier Finn mit neuen Informationen aus der Nachbearbeitung. Und zwar macht Inspektren dieses Jahr eine Spätsommerpause. Was heißt das jetzt konkret? Das heißt, dass übernächste Woche und am Donnerstag dann nochmal 2 Wochen nachher keine neue Folge rauskommen wird jeweils. Die neue Folge oder nächste Folge kommt dann erst am 28. September wieder. Ja, du kannst jetzt die Zeit natürlich nutzen, um unsere alten Folgen wieder zu hören oder dir Folgenvorschläge einfallen zu lassen und uns zu schicken oder uns Feedback zu geben oder was auch immer du sonst gerne in der Zeit machen möchtest, in der du sonst in Spektren hörst. Ja, und wir hören uns dann vielleicht am 28. September wieder. Viel Spaß! Wir sind jetzt auch schon am Ende der Folge angelangt. Jetzt an euch, liebe ZuhörerInnen, jetzt seid ihr dran. Ihr könnt jetzt Rückmeldungen machen, diskutieren, uns Feedback geben und sagen, was euch gefallen hat. Und falls ihr Anregungen oder Ideen habt für neue Folgen, könnt ihr das natürlich auch jederzeit gerne schreiben. Erreichen könnt ihr uns auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf unserem Instagram-Kanal unter inspektren-podcast. Wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel. Das habt ihr aber alles auch in den Shownotes verlinkt.
Und natürlich erreicht ihr uns auch unter unserer E-Mail-Adresse in spektren@gmx.net und auf dem Aspect German Discord Server, wo wir auch manchmal im Voice Channel sind, aber auch einen eigenen Channel haben, wo ihr jederzeit Feedback, Anmerkungen, Rückmeldungen hineinschreiben könnt. Ja, genau, das war's dann auch schon von uns. Und ich sage Tschüss, Tschüss. folgt der Euphorie.